Das ist eine Flugente, habe ich gehört. Ja. Die ist aber nie geflogen, oder? Das weiß ich nicht. Also die. Ich glaube, die heißen Flugenten, aber das bedeutet nur, dass sie nicht künstlich irgendwie gemästet wurden, dass sie richtig so original aufgewachsen sind, wie das früher auch so war. Aber sie schmecken trotzdem gut. Ja, ja, na, auf jeden Fall. Und sie, ich würde mal sagen, sie wären in der Lage zu fliegen, aber ich glaube, sie sind nicht geflogen. Vorsicht. Und das teilen Sie jetzt? Ich mache jetzt hieraus 6 Teile, ja. Versuche ich jedenfalls. Ja. Das ist immer hier etwas schwierig, dann das Gelenk zu finden. Da ist an der Stelle, Vorsicht, jetzt muss ja, sagen, ja. Ich Vorsicht. Ja, Sie haben ja Pflaster hier. Ja, das haben wir, das stimmt. So. Und was ist das Gericht? Wie hat es einen Namen? Persischer Entenreis. Persischer Entenreis. Ah ja, Sie leben mit einer persischen Lebensgefährtin zusammen, dann lernt man ja sowas automatisch. Ja, das Kochen übernehme ich mir. Ja, ja. Aber ich versuche mich dann ein bisschen anzupassen. Kommt man denn als Politiker noch? Ja, in den letzten Jahren etwas weniger, seit ich jetzt in der großen Politik bin. Ja. Aber ich koche immer noch gerne für Gäste auch, am Wochenende. Ja, ja. Jetzt muss ich, glaube ich, ja, jetzt das klingelt's. Eben rausnehmen. Da ist jetzt dieses Gericht schon mal drin, weil es länger braucht. Ne? Das ist sehr heiß. Ja. Wie lang muss das insgesamt? Also hier im Ofen ungefähr 1,5 Stunden. Ja. Und jetzt nehme ich nur den Deckel ab. Ah ja. Und schaue mal, ob die Flüssigkeit ausreicht. Da ist nämlich Reis drin. Da ist Reis so. Und da ist obendrauf diese Ententeile. Genau. Und jetzt kann man es aber so wieder reinstellen und etwas höher schalten. Bisher hatte ich das mit 175 Grad. Ja. Und jetzt mache ich es auf offen auf etwa 215 Grad. Das heißt, jetzt wird das nochmal kross. Jetzt wird es schön kross. Soll ich die Uhr stellen? Das wäre nett. 8 Minuten oder wie viel? 10. 10 Minuten. Sagen. 10 Minuten. Aber wir gucken zwischendurch mal rein, dass es nicht verbrennt. So, und jetzt muss ich darf hier ich meins mal kurz? Ja. Sie müssen ja noch hier ein bisschen schneiden, aber wir haben ja einen schon mal zur Sicherheit da. Ich mache ein Calamari-Gericht, also Tintenfisch. Das sind die Runden. Das sind die Runden? Ja. Ich brauche nur ein bisschen Öl. Was nehmen wir denn da? Sollen wir das nehmen? Das sind die Runden, wo die meisten die Leute glauben, Tiere, die ja. wachsen so in solchen kleinen runden Scheiben. Noch. Olivenöl. Ne? Ich habe jetzt mal gerade Sonne und Olivenöl, Sonnenblumen und Olivenöl gemischt genommen. meistens nehme ich Olivenöl, was gerade da steht. Ich habe die jetzt schon vorgeschnitten, aber ich werde gleich mal, weil ich die so schön finde, das ist, sehr so kennen es ja die meisten nicht. Ne? Und so ist es, also dann zieht man diese Ding ab und da ist so ein, der ist jetzt so abgebrochen. Oder so ja. Knochen. Und den zieht man raus. Mal sehen, ob ich ihn da besser rauskriege. Ah, ja, da ist noch sowas drin. Und meistens ist noch so ein sowas, ja. Ja. Nicht? Und dann kann man einfach die Haut abmachen. Und die wird unter Wasser, geht das besser. Und dann schneidet man in die Ringe. Mhm. Und dann gibt es eben diese berühmten Ringe, die meisten nur frittiert kennen. So, ich habe die schon vorgeschnitten. So auf mittlere Stufe, ne? Ja. Hat es jetzt ein bisschen, ja, so. Die brate ich jetzt ein bisschen scharf an. Ist ein unheimlich einfaches, schnelles Gericht. Und man kriegt die ja auch tiefgefroren. Und dann sind die auch schon geputzt. Also so wie ich sie jetzt hier hatte, so kaufe ich sie bei meinem Fischhändler. Schon aber nein, geschnitten. Die, nicht, aber man kriegt die schon weiß und nur diese Unterteile tiefgefroren und das geht auch. Also ich hasse ja tiefgefrorene Fische, aber Meerestiere, Schrimps, das geht. Ja, ja. Ja, die sind so. Aber es ist schon ein bisschen Arbeit, das erstmal alles so zu schneiden. Ja, nicht? Ja, aber ein bisschen Vorbereitung. Aber im Grunde geht es. Ich mache es ein bisschen höher, anbraten. Das Schöne ist, dass es dann, wenn ich jetzt alles drin habe, dann schmuggelt das so vor sich hin. Mhm. Dann können wir es wieder ihrer Ente zuwenden. Muss da nicht jetzt Salz oder ja, irgendwas? Ja, machen wir gleich. Also. Können wir auch jetzt. Ja, das ist schon mal. Am Schluss mache ich dann noch, würze ich noch mal ein bisschen nach. Durch die Zwiebeln rein.
Die habe ich natürlich auch schon geschnitten. Sonst würde das hier alles zu lange dauern. Relativ viel Zwiebel, wie Sie gesehen haben. Denn diese Calamari haben ja nicht so wahnsinnig viel Eigengeschmack. Also die leben, das ist ein bisschen wie Huhn. Das lebt ja von dem, was man mit... Was dazukommt. Ja. So, das dünstet jetzt. Das ist eine schöne Vorspeise, die passt auch gut, glaube ich, zu dem... Die kann man warm essen, lau und kalt am nächsten Tag. Das finde ich auch eine sehr schöne Sache. Und vor allem zwischendurch. Und das ist so ein typisches... Was, Sie kochen dann aber auch mehrere Gänge, wenn Sie für Gäste kochen? Ja, sicher. Richtig? Ja, klar. Toll. So, das muss ein bisschen so dünsten, die Zwiebeln. Da kommt jetzt ein Wein rein. Und dann dürfen wir trinken. Man soll ja für die Gerichte immer den gleichen Wein nehmen, den man trinkt. Absolut. Ne? Also manche haben ja immer das Fehlverständnis, da einen billigen nehmen zu können. Billigen Küchenwein. Ja, ja. Das ist völlig blödsinnig, denn das schmeckt man doch dann es raus. Es kommt ja nur raus, was reingekommen ist. Und dieses Verkochen und so, es ist Blödsinn, weil der Geschmack vom Wein, der kommt ja raus. Eben. Und man benutzt ja keine Liter. Also ich meine, so ein halbes Glas, ob man dann etwas besser oder schlechter nimmt, zum Wohl. Wohl. Auf dem deutschen Riesling. Schön. Sehr schön. Ne? Riesling ist ein bisschen aus der Mode gekommen, nicht? Das war nicht bei mir. Ich bin in den 80er Jahren. Ja, aber ich bin ja der große Riesling-Fan. Der große Modewein ist ja Chardonnay jetzt. Ja, nach dem Pinot Grigio hat er ihn abgelöst. Ja. Und mir ist der jetzt kommt der Sauvignon langsam. Ja, der Chardonnay ist mir zu nicht schwer, aber zu blumig. Hm. Und da ich gerne auch ein bisschen mehr trinke, mal so abends, ist dieser leichte, der hat, glaube ich, 10,5%, so ein leichter Riesling, also ganz mein Geschmack. So, jetzt kommen hier die Tomaten rein. Ich bin ja eigentlich ein frischer Fan, aber es gibt so bestimmte Sachen, Tomaten und so. Also ich glaube, wenn man da die jetzt schälen würde, das ist eine Riesenarbeit, nicht? Muss man erst aber ob im kochendes die Wasser wirklich tun, besser sind, gibt sie ja auch schon klein gemacht etwas. Ja. In Petsi heißt das. Oh ja, bitte. Ich gieße es jetzt ab, weil das zu viel... Sie sehen, da ist ja schon Flüssigkeit. Und das wäre mir einfach zu viel. Jetzt mache ich die einfach so ein bisschen klein. Es ist sonst zu viel Flüssigkeit. Der Wein, dann die Calamari haben ja selbst auch Flüssigkeit gezogen. So. So. Mich stören übrigens die Kerne gar nicht. Es steht ja in vielen Rezepten. Dass man die rausnimmt, ja, oder? Ja. Das finde ich auch. Die Dinge sind immer am besten, wenn man sie so lässt, wie sie sind. Ja, und ich muss die auch nicht klein schneiden. Ich mache das jetzt hier einfach nur so ein bisschen so. Mhm. Geben Sie mir die Peperoncini, aber vorsichtig. Ja. Ich glaube, die sind sehr scharf, da habe ich eben ein paar zu viel von genommen. Oh, sind die scharf. Wirklich? Aber ich esse gerne scharf. Ja. Nur, wenn man zu viel reintut, weg geht's ja nicht mehr. Man kann ja nur nachher ein bisschen noch was nachwürzen, aber wegwürzen ist schlecht. Jetzt brauche ich noch Knoblauch. Knoblauch? Der ist aber nicht... Da habe ich doch, da ist die Presse. Ach so. Ich habe so eine Presse, wo man den kann man mit, ganz lassen. Mit, ja, so. Mit reintut. Es ist nichts für zarte Gemüter, weil es etwas hart, etwas schwer ist. Aber man zieht dann einfach das raus. Ist doch toll, das oder? Ja, das finde ich. Kannte ich noch gar nicht. Ja, ich auch nicht. Sehen Sie, die Sendung hat auch einen pädagogischen Effekt. Oh ja, ich brauche nur irgendwie einen. Jetzt habe ich schon. Was glauben Sie, was ich lerne bei dieser Sendung? Also, erstens natürlich von den Gästen. Aber auch, weil wir natürlich uns bemühen um neue Geräte, um dieses, um jenes, um Entwicklungen. Und ich habe zum Beispiel noch nie so viel privat gekocht wie jetzt, weil es auch Spaß macht und ich muss auch ein bisschen neue Sachen ausprobieren. Also, pädagogischen Effekt hat das. So, 15 Minuten stelle ich die Uhr. Bitte schön. Dann mache ich hier weiter. Ich bitte. Jetzt mache ich hier die Brust noch ab. Muss man hier so ein bisschen abschaben. Ja, das ist ein bisschen Fummelarbeit. Und das kennt man auch kaum. Enten werden ja fast immer ganz gemacht. Bei uns, ja, in stimmt. unserer traditionellen. Also ich lasse es mir, wenn ich wenig Zeit habe, auch vom Händler dann vorbereiten. Ja, das dachte ich mir. Also da wollte gerade sagen, dass mein wunderbarer Geflügelhändler, mit dem ich auch sehr befreundet bin,
Das ist einfach wichtig. Ich finde, für Fleisch und für Geflügel ja, muss man jemanden haben, den man kennt und der wirklich auch einem verlässlich sagt, wo er die Sachen her hat. Ne? Ich nenne das immer den Metzger oder Geflügelhändler meines Vertrauens. Und oh, jetzt ist schon fertig. Ist schon fertig. So muss man eben zwischendurch rausholen. Ja. Das ist nicht. Vorsicht, das ist sehr heiß. Ja. Oh, das sieht aber lecker aus. Sieht ganz gut aus. Oh, das sieht ja toll aus. Das muss aber sowieso ein bisschen abkühlen. Das muss jetzt ein bisschen abkühlen oder wir stellen es einfach. Weil das könnte man jetzt, also da würden wir uns die Finger. Ja, ja, das. Nee, die Finger nicht, sondern. Den Mund verbringen. Den Mund. Ja, kann man das nicht mit den Fingern essen? Kann man auch. Kann man auch, ne? So, dann haben wir hier den Flügel. Ja. Sie trinken, eben haben Sie mit so Genuss Weiß getrunken, trinken Sie gerne Weiß? Ich trinke lieber Weiß als Rot, ja. Da. Aber so zu diesem Rezept dachte ich mir, habe ich auch noch einen Schluck Roten. Ja, zu Ente, das kann ja man immer machen. Jetzt mache ich hier noch den, das mache ich immer ab. Ich weiß nicht, wie Sie es machen. Ab, aber weg, Sie weg, auch. Ja. Ich auch, Würze weg. Und das kann man jetzt sehr gut verwenden für den Fond. Ah, oh, das ne? gibt da kann man hier noch ein bisschen was abmachen. Eine Suppe gibt das. Oder entweder Suppe oder Fond, wenn man ja, ein bisschen Fond zum Einkochen dann. Ich tue es dann hier auch mit rein. Ja. So, jetzt nehme ich das rüber. So. Jetzt müssen wir das hier anmachen. Bei Ihnen bleibt auch immer etwas. Oh, das war der falsche. Der ist doch der hintere. Schon an. Der ist an. Ah, der ist an. Ja, damit es heiß ist, haben wir schon. So, jetzt muss ich noch eben. Die Brust, da mache ich jetzt so drei Stücke draus. So. Dann mit der Haut. Ja. Mit der Haut nach unten. Ja. Dass das Fett rausläuft. Das zieht ja raus. Also ohne Fremdfett, ne? Das läuft. Das ganze Gericht ist nur. Ich muss ja sagen, ich habe ja jetzt hier seit einiger Zeit diese beschichteten Pfannen, die sind fantastisch. Ja. Erstens ganz leicht, Aluminium. Und da kann man eben sehr viel ohne Fett machen. Das ist sehr angenehm. Aber das hier könnte man, glaube ich, auch in jeder Pfanne. Ich wollte nur sagen, also in dieser Pfanne sowieso. Die sind besonders gut, ja. Ja, das können Sie in jeder Pfanne. Also ich bin sowieso der Meinung, wissen Sie, meine Mutter hat so gut gekocht, ohne beschichtete Pfanne, ohne alles. Ja. Also ich finde schon angenehm, die neuen Entwicklungen. Aber sie sind nicht existenziell notwendig, um gut zu kochen. Nicht? Ja, das sehe ich auch so. Aber sie helfen uns. Die helfen vor allem uns, die wir so wenig Zeit haben. Also ich finde, viele der Neuentwicklungen sparen Zeit in der Küche. So, und jetzt salzen. Ja. So, ich meine. Das kann man auch vorher tun, aber man kann es auch in der Pfanne dann machen. So, jetzt muss man gucken. Dass es nicht anbrennt und wenn es schön gebräunt ist, so, also ich kann es auch noch etwas länger, schön kross. Ja. Und das ist ja nur, um sozusagen die Außenhaut etwas zu bräunen. Gab es innen drin. Ofen. Ja. Sie sagten eine Viertelstunde, eine Stunde, 20 Minuten, also. Ja, so erst so auf 175 Grad. Und dann hochstellen. Und dann hochstellen, offen. Ja. Also man merkt, dass Sie wirklich nicht nur ab und zu ein Showkochen machen, sondern schon jemand sind, der sich sehr sicher bewegt in der Küche. Leider viel zu selten, seit ich jetzt in dieser Funktion bin. Aber man trotzdem, es macht mir großen Spaß. Du ist das doch auch so eine andere Welt. So. Nur, ich mache das natürlich normalerweise immer nur für Gäste. Und dann hat man so eine große Geschichte, doppelt oder dreimal so viel. Und dann so. Und wenn ich das habe. Kommt das raus? Dann kommt es raus. Und dann lassen wir es hier drin abtropfen. Ich tue uns schon mal ein bisschen was auf zwei Teller. Ja. Oder ich lasse Sie das machen, das ist netter, das gehört. Das ist Ihr Gericht, das sollen Sie mir rausgeben. Aber ich tue es mal nach vorne. Das können wir machen, während ich jetzt hier. Ich
braucht leider immer viel Zeit beim Kochen. Ja, ja. Ich tue schon mal eben die Zwiebeln rein, dann werden die so lange braun. Genau. Jetzt kommen hier also Zwiebeln. Das darf ich Ihnen wieder hier geben. Danke. Und Zwiebeln Knoblauch. Jetzt in diesem Fett. In dem Fett, ja. Ja, auch wieder ohne anderes Fett. Und was ohne war das andere? Knoblauch. Oh, 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 schon aber klein. Ziemlich fett. Ja, da muss viel rein. Da kann man sogar noch mehr nehmen. So. So. Jetzt wenn Sie gerne. Uns ein bisschen... Vorsicht, das ist heiß, ne? Ja. Oder wenn Sie da ran müssen... Einmal und das ist also, das werden wir jetzt gleich sehen, was da alles drin ist, denn das sieht ja toll aus. So. Soll ich hier einmal rühren? So? Ja. Wenn das ein bisschen... Mach ein bisschen kleiner. Ja. So, jetzt probieren wir das mal. Pass auf, aber dann tue ich währenddessen schon mal eben die übrigen Sachen rein, dann können die mitschmoren. Ja, genau. Das sind jetzt... Aprikosen, klein geschnitten. Ah! Die, so getrocknet. Die man so getrocknet kauft. Da gibt es ja geschwefelte und ungeschwefelte. Ja, das hier sind ungeschwefelte. Und die Mengen, das machen Sie so ein bisschen nach, so Gefühl. Nach Gefühl. Ja, das muss irgendwie zusammenpassen. Also nicht grab. Dann habe ich ein paar Maronen noch. Ja. So eine Handvoll. Die nehme ich aus der Dose. Oder es gibt die auch so vakuumverpackt schon fertig. Hab ich habe die jetzt aus dem Glas. Aus dem Glas, Ne? So, und dann was Rosinen noch. Die Rosinen. Wird denn, das kommt jetzt alles da rein? Und alles da rein und das schmort jetzt. So ein bisschen. Ich habe so auf Mittel gemacht. So ein bisschen größer noch wieder. Wird denn dieses Essen jetzt noch irgendwie garniert hier? Nee, das ist ja dann der Hauptgang. Da hat man den Salat und alles schon vorher. Also, ich meine, irgendwie noch was drauf oder so? Ach so, ja, hier. Sehen Sie, das hätte ich aber noch vergessen. Was ist das? Das ist Zitronenmelisse. Zitronen. Die hätte ich natürlich eigentlich hier drauf tun müssen. Gut, jetzt tun wir die hier so. Auch hier die gerösteten Haselnüsse. Ah ja. Ja, das mach ich oft auch dann ganz zum Schluss. Aber auch manchmal auf dem Teller. Und noch ein paar von diesen Peperoni. Ah, das sieht schön aus. So. Das sieht lecker aus. Aber naja, dazu müssten wir ja eigentlich. Jetzt müssen wir einen Rotwein machen. Gleich einen roten. Ach, wo sind denn die roten? Haben Sie eigentlich auch eine Spülmaschine? Ja. Darf ein Grüner eine Spülmaschine und haben? Ob. Aber. Er muss sogar. Ich hoffe, es wird Ihr grünes Herz erfreuen, wenn ich Ihnen sage, dass ich ein Öko-Favorit habe. Und gucken Sie mal, was da steht. Quick Bio, Spezial Bio, Normal Bio, Spar Bio. Kriegen Sie da Tantiemen, oder? nein. Aber die hat wirklich, glaube ich, ein Drittel weniger Stromverbrauch und 20% weniger Wasserverbrauch. Also man muss schon ein bisschen, wenn man eine neue kauft, finde ich, auf solche Sachen achten. Jetzt tue ich den Reis schon mal rein. Ja? Der kommt jetzt schon rein. Und zwar ist das einmal ungefähr zur Hälfte Wildreis. Ja. Den haben wir hier 10 Minuten vorher schon mal gegart, weil der länger braucht als der normale Reis. Ja, der ist vorgegart. Und 10 Minuten und dann normaler, schöner Basmati-Reis. Ja, Basmati-Reis, passiert mir dauernd, ist Duftreis, habe ich jetzt erfahren. Da gibt es solche, Duftreis, der hat so ein eigenes Parfum. Also der ist der nicht künstlich parfümiert, sondern der... Wirkt parfümiert, aber das ist von der Pflanze. So, die lasse ich jetzt hier schön in dem Entenfett anbraten. Schweinelecker aus, wenn ich das sagen darf. Oh, toll, toll. So, und wenn das schön gebraten hat. Das kann nur gut sein und ist sehr, sehr orientiert. Ist auch nicht sehr schwierig, ne? Nee. So, und jetzt habe ich hier den Fond von dem Entenkörper. Einen halben Liter ungefähr. Ach, das ist so ein Fond aus der Ente gemacht. Ja. So, dann braucht das etwas. Und das muss jetzt einfach ein bisschen... Das kocht jetzt ein bisschen so. Jetzt kann ich es aber auch schon ausmachen. Jetzt kommt die Ente da drauf. Ach so. Jetzt kommt die... Jetzt habe ich natürlich... Ach, die Flüssigkeit kocht jetzt nicht ein, sondern die wird im Rohr reduziert. Die reduziert sich dadurch, dass der Reis sie aufnimmt, nicht? Der Reis nimmt die Flüssigkeit im Rohr. Ach, das sieht ja aber auch super aus. So, und jetzt kommt
Die Ente, wo ist sie? Ja. Ach da. Die kommt jetzt da drauf. Nehmen wir erst die, also, Flügel. So. Das sieht ja wirklich so kompliziert ab. Ist aber gar nicht so kompliziert und so schwierig. Ne? Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube, hier mache ich mal ein bisschen den Deckel ab. Dann reduziert das ein bisschen mehr, wenn man das ohne Deckel macht. So. Ja, toll. Jetzt ist es fertig. Das kommt jetzt praktisch mit dem in den Ofen. Ach ja. Das ist immer so schön, dann kann man sich mit den Vorspeisen bzw. mit den Gästen beschäftigen. Das ist toll. Das ich mache am liebsten Gerichte, die ins Rohr kommen. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Das ist der zweite. Der zweite ist irgendwo. Dann nehme ich hier dieses. So, hier, ja, ja, geht. Das geht. Ja. So. Ja, meine, und jetzt meine Kalamari haben noch 3 Minuten. 75, ja. Und ungefähr 1¼ Stunden. Aha. Nee, es geht nicht. Der geht nur. Nur bis 1 Stunde. 1 Stunde, ja. Dann wissen wir noch mal eine Viertel. Eine so. Barbera d'Alba. Ja, das trinken wir ich jetzt. Ein 93er. Die Italiener dürfen wir den Rotwein dürfen wir aus Italien trinken. Nicht? Genau. Ohne, und trotzdem politically korrekt. Ja. Ne? Hm. Schön. Der Barbera ist ja an sich ein Wein, der ein bisschen auch ins Gerede gekommen war. Warum? Oh, ist das schön zart. Ist es durch? Oh, das ist aber mehr als durch. Der sehr schön jetzt neu gebaute. Naja. Oh. Zu scharf? Ja. Ne? Nein. Und was ich auch sehr gut finde, nicht zu süß. Mhm. Orientalische Gerichte sind oft zu süß. Für unseren Geschmack. Natürlich nicht für die Perser oder so. Das ist genau die. Und die Ente zerfällt. Guck mal, ich muss sagen, ich bin zufrieden. Die zerfällt. Die zerfällt. Das ist ein Traum. Ja. Ah. Komplimenti, Komplimenti, mein lieber Mann. Oh oh, das ist wirklich was Schönes. So, ich tue jetzt. Was machen die Kalamaris? Die köcheln noch ein bisschen ein. Ich hätte vielleicht den Deckel gleich weglassen sollen. Dann hätten sie mehr Flüssigkeit reduziert. Aber das Tolle bei so einem Gericht ist ja. Die Flüssigkeit kommt aus den Fischen raus, ne? Fischen raus, dann habe ich Wein reingetan. Und ich hatte natürlich auch die Tomaten nicht so abgetropft. Ich tue jetzt noch mal klein geschnittene schwarze Oliven rein. Die kann man beim Türken vor allem, da kaufe ich ja viel ein, schon offen entkernt kaufen. Denn das ist eine ziemliche Fummelarbeit, die Kerne rauszumachen. Da gibt es noch keine Maschinen, ne? Nee. Entkernen, Oliven entkernen. Also sieht das nicht auch schön aus? Sehr schön. Das sieht aus. Aber das war ja optisch. Nein, aber das passt doch genau als Vorspeise. Es passt sehr schön als Vorspeise. Jetzt muss das noch mal so 5 Minuten ein bisschen reduzieren. Und dann kommt zum Schluss, dann muss ich jetzt abstimmen. Ich muss dazwischen, entschuldigen noch mal, weil das leider so gut war. Und diese Kruste ist ja das Beste bei der Ente. Das wissen wir aus der chinesischen Küche. Die ganz feinen Leute bei der Peking-Ente essen ja überhaupt nur die Haut. Ich bin auch ein Hautfan. Toll. Ich muss mich runterspülen, damit ich abschmecken kann. So, im Prinzip. Und dazu dann ein schönes Weißbrot. Ne? Ja, ich hab hier. Ja, hab ich schon gesehen. Ja, das ist. Da schnellt die Uhr. Also ich hab hier mal. Da habe ich auch mal zu machen. Ich muss mal sehen, wie die. Die schon. Wir probieren und essen dabei gleich. Salz. Scharf ist es, ne? Es fehlt eindeutig Salz. Sehr gut. Ich glaube Pfeffer gar nicht, weil die Chili schon so. Obwohl, das ist eine andere.
Das schmeckt sehr gut. Schmeckt gut, ne? Mhm. Wichtig sind diese schwarzen Oliven. Ich tue, obwohl es von dem Chili sehr scharf ist. Jetzt haben wir es in der falschen Reihenfolge gegessen, aber trotzdem. Es ist egal. Der Pfeffer gibt noch mal so einen kleinen anderen Kick. Die sind schön bissfest. Ja, die Calamaris könnten vielleicht noch etwas anders als aus der Pommesbude. Ja, ja. Das sowieso. Aber was sehr schön ist, ist eben diese Mischung aus dem Calamari mit den Tomaten und Knoblauch, Zwiebel und natürlich dann diese schwarzen Oliven. Was machen Sie denn generell, wenn Sie zu viel Flüssigkeit haben? Immer nur durchkochen lassen oder machen Sie schon mal eine Mehlschwitze? Mehlschwitze nicht. Nicht, ne? Nein. Nee, dann mache ich auch nicht. Nein. Und die sind aber richtig, die sind konsistent. Die sind ausgezeichnet, die dürfen eigentlich nicht. Nein, mehr dürfen sie. Ich muss sagen, normalerweise reduziere ich dann. Hier wäre natürlich jetzt gefährlich zu reduzieren, weil dann die Calamari unter Umständen geht nicht. Im Grunde lasse ich das jetzt so und wenn ich jetzt rausnehme, würde ich ein bisschen Flüssigkeit drin lassen. Ja. Also ich würde es immer so, dass es nicht ganz wie Suppe wird. Ne? Oh, und da ich ja gesagt habe, dass man das auch am nächsten Tag kalt essen kann, komischerweise, wenn Sie das jetzt stehen lassen, ohne was zu tun, reduziert sich ja die Flüssigkeit. Ja, je kälter sie wird. Ne? Und dann am nächsten Tag ist es genau richtig. Mhm. Und wenn es zu wenig Flüssigkeit am nächsten Tag, dann kann man... Aber dazu wieder den deutschen Weißen, denn der passt natürlich zu den Calamari. Das ist so aber wie auf der Achterbahn. Ja, macht nichts. Prost, vielen Dank. Ja, tiefgefrorene Fische, aber Meerestiere, Schrimps, das geht. Die sind so. Aber es ist schon ein bisschen Arbeit, das erstmal alles so zu schneiden. Ja, nicht? Ja, aber ein bisschen Vorbereitung, aber im Grunde geht es. Mach's noch ein bisschen höher, anbraten. Das Schöne ist, dass es dann, wenn ich jetzt alles drin habe, dann schmuggelt das so vor sich hin. Mhm. Dann können wir wieder ihrer Ente zuwenden. Muss da nicht jetzt Salz oder irgendwas? Ja, machen wir gleich. Also. Können wir auch jetzt. Jetzt schon mal. Am Schluss mache ich dann noch, würze ich noch mal ein bisschen nach. Jetzt tue ich die Zwiebeln rein. Die habe ich natürlich auch schon geschnitten. Sonst würde das hier alles zu lange dauern. Relativ viel Zwiebeln, wie Sie gesehen haben. Denn diese Calamari haben ja nicht so wahnsinnig viel Eigengeschmack. Also die leben, das ist ein bisschen wie Huhn. Das lebt ja von dem, was man... Von dem, was dazukommt. Ja. So, das ist eine schöne Vorspeise. Die passt auch gut, glaube ich, zu dem... Die kann man warm essen, lau und kalt am nächsten Tag. Das finde ich auch eine sehr schöne Sache. Und vor allem zwischendurch. Und das ist so ein typisches... Was... Sie kochen dann aber auch mehrere Gänge, wenn Sie für Gäste kochen? Ja, sicher. Richtig? Ja, klar. Toll. So, das muss ein bisschen so dünsten, die Zwiebeln. Da kommt jetzt ein Wein rein. Und dann dürfen wir trinken. Man soll ja für die Gerichte immer den gleichen Wein nehmen, den man trinkt. Absolut. Ne? Also manche haben ja immer das Fehlverständnis, da einen billigen nehmen zu können. Billigen Küchenwein. Ja, ja. Das ist völlig blödsinnig, denn das schmeckt man doch dann raus. Es kommt ja nur raus, was reingekommen ist. Und dieses Verkochen und so, es ist Blödsinn, weil der Geschmack vom Wein, der kommt ja raus. Eben. Und man benutzt ja keine Liter, also ich meine, so ein halbes Glas, ob man dann etwas besser oder schlechter nimmt, zum Wohl. Wohl. Auf dem deutschen Riesling. Schön. Sehr schön. Ne? Riesling ist ein bisschen aus der Mode gekommen, nicht? Das war nicht bei mir. Ich bin in den 80er Jahren. Ja, aber ich bin ja der große Riesling-Fan. Der große Modewein ist ja Chardonnay. Jetzt. Ja, nach dem Pinot Grigio hat er ihn abgelöst. Ja. Und mir ist jetzt kommt der Sauvignon langsam. Ja, der Chardonnay ist mir zu nicht schwer, aber zu blumig. Hm. Und da ich gerne auch ein bisschen mehr trinke, mal so abends, ist dieser leichte, der hat glaube ich 10,5%, so ein leichter Riesling, also ganz mein Geschmack. So, jetzt kommen hier die Tomaten rein. Ich bin ja eigentlich ein frischer Fan, aber es gibt so bestimmte Sachen, Tomaten und so. Also ich glaube, wenn man da die jetzt schälen würde, das ist eine Riesenarbeit. Nicht? Muss man erst aber ob kochendes die Wasser wirklich tun, besser sind, gibt sie ja auch schon klein gemacht etwas. Ja, in Petsi heißt das. Es ist sonst zu viel Flüssigkeit, der Wein, dann die Calamari haben ja selbst auch Flüssigkeit gezogen.
So. Das geht eigentlich ganz gut. So. Mich stören übrigens die Kerne gar nicht. Es steht ja in vielen Rezepten. Dass man die rausnehmen soll? Okay, das finde ich auch. Die Dinge sind immer am besten, wenn man sie so lässt, wie sie sind. Ja, ich muss die auch nicht klein schneiden. Ich mache das jetzt hier einfach nur so ein bisschen so. Mhm. Geben Sie mir die Peperoncini, aber vorsichtig. Ja. Ich glaube, die sind sehr scharf, da habe ich eben ein paar zu viel von genommen. Oh, sind die scharf. Wirklich? Aber ich esse gerne scharf. Ja, nur wenn man zu viel reintut, weg geht's ja nicht. Man kann ja nur nachher ein bisschen noch was nachwürzen, aber wegwürzen schlecht. Jetzt brauche ich noch Knoblauch. Knoblauch? Der ist aber nicht. Da habe ich doch, da ist die Presse. Ach so. Ich habe so eine Presse, wo man den. Kann man ganz lassen. Mit reintut. Es ist nichts für zarte Gemüter, weil es etwas hart, etwas schwer ist. Aber man zieht dann einfach das raus. Ist doch toll, oder? Ja, das finde ich. Kannte ich noch gar nicht. Ja, ich auch nicht. Sehen Sie, die Sendung hat auch einen pädagogischen Effekt. Oh ja, ich brauche nur irgendwie einen. Jetzt habe ich schon. Was glauben Sie, was ich lerne bei dieser Sendung? Also, erstens natürlich von den Gästen. Aber auch, weil wir natürlich uns bemühen um neue Geräte, um dieses, um jenes, um Entwicklungen. Und ich habe zum Beispiel noch nie so viel privat gekocht wie jetzt, weil es auch Spaß macht und ich muss auch ein bisschen neue Sachen ausprobieren. Also, pädagogischen Effekt hat das. So, 15 Minuten stelle ich die Uhr. Bitte schön. Dann mache ich hier weiter. Jetzt mache ich hier die Brust noch ab. Muss man hier so ein bisschen abschaben. Ja, das ist ein bisschen Fummelarbeit. Und das kennt man auch kaum. Enten werden ja fast immer ganz gemacht. Bei uns, ja, in unserer traditionellen. Also ich lasse es mir, wenn ich wenig Zeit habe, auch vom Händler dann vorbereiten. Ja. Das dachte ich mir. Also ich wollte gerade sagen, dass mein wunderbarer Geflügelhändler, mit dem ich auch sehr befreundet bin, das ist einfach wichtig. Ich finde, für Fleisch und für Geflügel muss man jemanden haben, den man kennt und der wirklich auch einem verlässlich sagt, wo er die Sachen her hat. Ne? Ich nenne das immer den Metzger oder Geflügelhändler meines Vertrauens. Und oh, jetzt ist schon fertig. Ist schon fertig. So muss man eben zwischendurch rausholen. Ja. Das ist nicht. Vorsicht, das ist sehr heiß. Ja. Oh, das sieht aber lecker aus. Sieht ganz gut aus. Oh, das sieht ja toll aus. Ich komme jetzt und dieses Verkochen und so, es ist Blödsinn, weil der Geschmack vom Wein, der kommt ja raus. Eben. Und man benutzt ja keine Liter. Also, ich meine, so ein halbes Glas, ob man dann etwas besser oder schlechter nimmt, zum Wohl. Wohl. Auf dem deutschen Riesling. Schön. Sehr schön. Ne? Riesling ist ein bisschen aus der Mode gekommen, nicht? Das war nicht bei mir. Ich bin in den 80er Jahren. Ja, aber ich bin ja der große Riesling-Fan. Der große Modewein ist ja Chardonnay. Jetzt. Ja, nach dem Pinot Grigio hat er ihn abgelöst. Ja. Und mir ist jetzt kommt der Sauvignon langsam. Ja, der Chardonnay ist mir zu nicht schwer, aber zu blumig. Hm. Und da ich gerne auch ein bisschen mehr trinke, mal so abends, ist dieser leichte, der hat glaube ich 10,5%, so ein leichter Riesling, also ganz mein Geschmack. So, jetzt kommen hier die Tomaten rein. Ich bin ja eigentlich ein frischer Fan, aber es gibt so bestimmte Sachen, Tomaten und so. Also ich glaube, wenn man da die jetzt schälen würde, das ist eine Riesenarbeit, nicht? Muss man erst aber in kochendes ob die Wasser wirklich tun, besser sind, gibt sie ja auch schon klein gemacht etwas. Ja. In Petsi heißt das. Oh ja, bitte. Ich gieße es jetzt ab, weil das zu viel. Sie sehen, da ist ja schon Flüssigkeit. Und das wäre mir einfach zu viel. Das mache ich dir einfach so ein bisschen klein. Es ist sonst zu viel Flüssigkeit, der Wein. Dann die Calamari haben ja selbst auch Flüssigkeit gezogen. So. So. Mich stören übrigens die Kerne gar nicht. Es steht ja in vielen Rezepten. Dass man die rausnehmen soll? Okay, das finde ich auch. Die Dinge sind immer am besten, wenn man sie so lässt, wie sie sind. Ja, ich muss die auch nicht klein schneiden. Ich mache das jetzt hier einfach nur so ein bisschen so. Mhm. Geben Sie mir die Peperoncini, aber vorsichtig. Ja. Ich glaube. Die sind sehr scharf, da habe ich eben ein paar zu viel von genommen. Oh, sind die scharf.
Wirklich? Aber ich esse gerne scharf. Ja, nur wenn man zu viel reintut, weg geht's ja nicht mehr. Man kann ja nur nachher ein bisschen noch was nachwürzen, aber wegwürzen ist schlecht. Jetzt brauche ich noch Knoblauch. Hm. Knoblauch? Der ist aber nicht... Da habe ich doch, da ist die Presse. Ach so. Ich habe so eine Presse, wo man den... Kann man mit, ganz lassen. Mit, ja, also. Mit reintut. Es ist nichts für zarte Gemüter, weil es etwas hart, etwas schwer ist. Aber man zieht dann einfach das raus. Ist doch toll, das ist dann, oder? Ja, das finde ich. Kannte ich noch gar nicht. Ja, ich auch nicht. Sehen Sie, die Sendung hat auch einen pädagogischen Effekt. Oh ja, ich brauche nur irgendwie einen. Jetzt habe ich schon. Was glauben Sie, was ich lerne bei dieser Sendung? Also, erstens natürlich von den Gästen. Aber auch, weil wir. So, das, also das ist eine schöne Vorspeise, die passt auch gut, glaube ich, zu dem... Die kann man warm essen, lau und kalt am nächsten Tag. Das finde ich auch eine sehr schöne Sache. Und vor allem zwischendurch. Und ja, das ist so ein typisches... Was, Sie kochen dann aber auch mehrere Gänge, wenn Sie für Gäste kochen? Ja, sicher. Richtig? Ja, klar. Toll. So, das muss ein bisschen so dünsten, die Zwiebeln. Da kommt jetzt ein Wein rein. Und dann dürfen wir... Man soll ja für... die Gerichte immer den gleichen Wein nehmen, den man trinkt. Ne? Also manche haben ja immer das Fehlverständnis, da einen billigen nehmen zu können. Billigen Küchenwein. Ja, ja. Das ist völlig blödsinnig, denn das schmeckt man doch es raus. Kommt ja nur raus, was reingekommen ist. Und dieses Verkochen und so, es ist Blödsinn, weil der Geschmack vom Wein, der kommt ja raus. Eben. Und man benutzt ja keine Liter, also ich meine, so ein halbes Glas, ob man dann etwas besser oder schlechter nimmt, zum Wohl. Wohl. Auf dem deutschen Riesling. Schön. Sehr schön. Ne? Riesling ist ein bisschen aus der Mode gekommen, nicht? Das war nicht bei mir. Ich bin in den 80er Jahren. Ja, aber ich bin ja der große Riesling-Fan. Der große Modewein ist ja Chardonnay jetzt. Ja, nach dem Pinot Grigio. Ja. Hat er ihn abgelöst. Ja. Und mir ist der jetzt Chardonnay, kommt der Sauvignon langsam. Ja, der Chardonnay ist mir zu nicht schwer, aber zu blumig. Hm. Und da ich gerne auch ein bisschen mehr trinke, mal so abends, ist dieser leichte, der hat glaube ich 10,5%, so ein leichter Riesling, also ganz mein Geschmack. So, jetzt kommen hier die Tomaten rein. Ich bin ja eigentlich ein frischer Fan, aber es gibt so bestimmte Sachen, Tomaten und so. Also ich glaube, wenn man da die jetzt schälen würde, das ist eine Riesenarbeit, nicht? Muss man erst aber ob in kochendes die Wasser wirklich tun, besser sind, gibt sie ja auch schon klein gemacht etwas. Ja. In Petsi heißt das. Oh ja, bitte. Ich gieße es jetzt ab, weil das zu viel... Sie sehen, da ist ja schon Flüssigkeit. Und das wäre mir einfach zu viel. Das mache ich dir einfach so ein bisschen klein. Es ist sonst zu viel Flüssigkeit, der Wein. Dann die Calamari haben ja selbst auch Flüssigkeit gezogen. So. So. Mich stören übrigens die Kerne gar nicht. Es steht ja in vielen Rezepten. Dass man die rausnimmt, ja, soll? Ja. Oh, das finde ich auch. Die also. Dinge sind immer am besten, wenn man sie so lässt, wie sie sind. Ja, ich, und ich muss die auch nicht klein schneiden. Ich mache das jetzt hier einfach nur so ein bisschen so. Mhm. Geben Sie mir die Peperoncini, aber vorsichtig. Ja. Ich glaube. Die sind sehr scharf, da habe ich eben ein paar zu viel von genommen. Oh, sind die scharf. Wirklich? Aber ich esse gerne scharf. Ja. Nur, wenn man zu viel rein... Und da ich gerne auch ein bisschen mehr trinke, mal so abends, ist dieser leichte, der hat, glaube ich, 10,5%, so ein leichter Riesling, also ganz mein Geschmack. So, jetzt kommen hier die Tomaten rein. Ich bin ja eigentlich ein frischer Fan, aber es gibt so bestimmte Sachen, Tomaten und so. Also ich glaube, wenn man da die jetzt schälen würde, das ist eine Riesenarbeit, nicht? Muss man erst aber ob in kochendes die Wasser wirklich tun, besser sind... Gibt sie ja auch schon klein gemacht etwas. Ja. In Petsi heißt das. Oh ja, bitte. Ich gieße es jetzt ab, weil das zu viel... Sie sehen, da ist ja schon Flüssigkeit. Und das wäre mir einfach zu viel. Das mache ich dir einfach so ein bisschen klein. Es ist sonst zu viel Flüssigkeit, der Wein. Mhm. Dann die Calamari haben ja selbst auch Flüssigkeit gezogen. So. So. Mich stören übrigens die Kerne gar nicht. Es steht ja in vielen Rezepten.
Dass man die rausnehmen ja, soll? Ja, oh, nö, das finde ich auch. Die Dinge sind immer am besten, wenn man sie so lässt, wie sie sind. Ja, und ich muss die auch nicht klein schneiden. Ich mache das jetzt hier einfach nur so ein bisschen so. Mhm. Geben Sie mir die Peperoncini, aber vorsichtig. Ja. Ich glaube, die sind sehr scharf, da habe ich eben ein paar zu viel von genommen. Oh, sind die scharf. Wirklich? Aber ich esse gerne scharf. Ja, nur wenn man zu viel reintut, weg geht's ja nicht mehr. Man kann ja nur nachher ein bisschen noch was nachwürzen, aber wegwürzen schlecht. Jetzt brauche ich noch Knoblauch. Knoblauch? Der ja. Ist aber nicht. Da habe ich doch, da ist die Presse. Ach so. Ich habe so eine Presse, wo man den. Kann man mit, ganz lassen. Mit, ja, so. Mit reintut. Es ist nichts für zarte Gemüter, weil es etwas hart, etwas schwer ist. Aber man zieht dann einfach so. Das raus. Ist doch toll, das ist dann, oder? Ja, das finde ich. Kannte ich noch gar nicht. Ja, ich auch nicht. Sehen Sie, die Sendung hat auch einen pädagogischen Effekt. Oh ja, ich brauche nur irgendwie einen. Jetzt habe ich schon. Was glauben Sie, was ich lerne bei dieser Sendung? Also, erstens natürlich von den Gästen. Aber auch, weil wir natürlich uns bemühen um neue Geräte, um dieses, um jenes, um Entwicklungen. Und ich habe zum Beispiel noch nie so viel privat gekocht wie jetzt, weil es auch Spaß macht und ich muss auch ein bisschen neue Sachen ausprobieren. Also, pädagogischen Effekt hat das. So, 15 Minuten stelle ich die Uhr. Bitte schön. Dann mache ich hier weiter. Jetzt mache ich hier die Brust noch ab. Muss man hier so ein bisschen abschaben. Ja, das ist ein bisschen Fummelarbeit. Und das kennt man auch kaum. Enten werden ja fast immer ganz gemacht bei uns. Ja, in stimmt. Unserer traditionellen. Also ich lasse es mir, wenn ich wenig Zeit habe. Zieht dann einfach so. Das raus. Ist doch toll, das dann, oder? Ja, das finde ich. Kannte ich noch gar nicht. Ja, ich auch nicht. Sehen Sie, die Sendung hat auch einen pädagogischen Effekt. Oh ja, ich brauche nur irgendwie einen. Jetzt habe ich schon. Was glauben Sie, was ich lerne bei dieser Sendung? Also, erstens natürlich von den Gästen, aber auch, weil wir natürlich uns bemühen um neue Geräte, um dieses, um jenes, um Entwicklungen. Und ich habe zum Beispiel noch nie so viel privat gekocht wie jetzt, weil es auch Spaß macht und ich muss auch ein bisschen neue Sachen ausprobieren. Also, pädagogischen Effekt hat das. So, 15 Minuten stelle ich die Uhr. Bitte schön. Dann mache ich hier weiter. Jetzt mache ich hier die Brust noch ab. Muss man hier so ein bisschen abschaben. Ja, das ist ein bisschen Fummelarbeit. Und das kennt man auch kaum. Enten werden ja fast immer ganz gemacht bei uns. Ja, in stimmt. Unserer traditionellen. Also ich lasse es mir, wenn ich wenig Zeit habe, auch vom Händler dann vorbereiten. Ja, das dachte ich mir. Also ich wollte gerade sagen, dass mein wunderbarer Geflügelhändler, mit dem ich auch sehr befreundet bin, das ist einfach wichtig. Ich finde, für Fleisch und für Geflügel ja, muss man jemanden haben, den man kennt und der wirklich auch einem verlässlich sagt, wo er die Sachen her hat. Ne? Ich nenne das immer den Metzger oder Geflügelhändler meines Vertrauens. Und oh, jetzt ist schon fertig. Ist schon fertig. So muss man eben zwischendurch rausholen. Ja. Das ist nicht. Vorsicht, es ist sehr heiß. Ja. Oh, das sieht aber lecker aus. Sieht ganz gut aus. Ah, das sieht ja toll aus. Das muss aber sowieso ein bisschen abkühlen. Das muss jetzt ein bisschen abkühlen oder wir stellen es einfach. Weil das könnte man jetzt, also da würden wir uns die Finger. Ja, ja, das. Nee, die Finger nicht, sondern. Den Mund verbringen. Den Mund. Ja, kann man das nicht mit den Fingern essen? Kann man auch. Kann man auch, ne? So, dann haben wir hier den Flügel. Ja. Sie trinken. Eben haben Sie mit so Genuss weiß getrunken. Trinken Sie gerne weiß? Ich trinke lieber weiß als rot, ja. Aber so zu diesem Rezept dachte ich mir, habe ich auch noch einen Schluck roten. Ja, zu Ente, das kann man immer machen. Jetzt mache ich hier noch den. Wirzel? Das mache ich immer ab. Ja. Ich weiß nicht, wie Sie es machen. Ab, aber weg, Sie weg. Auch. Ja. Ich auch. Wirzel weg. Und das kann man jetzt sehr gut verwenden für den Fond. Ah, ne? Da kann man hier noch ein bisschen was abmachen. Eine Suppe gibt das. Oder entweder Suppe oder Fond, wenn man ja, ein bisschen Fond zum Einkochen dann. Ich tue es dann hier auch mit rein. Ja. So, jetzt nehme ich das rüber. So. Jetzt müssen wir das hier anmachen. Bei Ihnen bleibt auch immer etwas. Oh, das war der falsche. Der ist doch der hintere. Schon an. Der ist ja, an. Ah, der ist an. Ja, damit es heiß ist, haben wir schon. So, jetzt muss ich noch eben. Die Brust, da mache ich jetzt drei Stücke.